So, wir machen jetzt eine ganz schnelle Nummer. Wir sind zu spät. In 15 Minuten wird angepfiffen. Moritz, deine Prediction für heute? 2-0 wird's. 2-0. Ja. Was sagst du? Also ich denke, stabile 2-1. Und was ist jetzt mit deinen Tickets los? Funktioniert gerade noch nicht. Ich muss erstmal hier hinten nochmal am Service Point gucken, dass ich zusehen kann, dass ich reinkomme. Das System, naja. Okay. Viel Erfolg. Danke. Ciao. Hallo liebe Steigerfreunde und herzlich willkommen zur MSTV. Ja, wir sind etwas zu spät. Ich hoffe, wir schaffen es noch pünktlich zum Anpfiff. Genau. Moritz hat ein Problem mit seinen Tickets, aber Benjamin ist heute bei mir. Vielleicht kommt euch bekannt vor noch von der Düsseldorf-Fahrt. Jetzt gehen wir zur Kontrolle. Tyros gut versteckt. Benjamin, du hast es geschafft? Ja, ja, ja. Tyros gut versteckt? Ja, ja, alles dabei. Alles dabei. Jetzt suchen wir auf jeden Fall unseren Platz. Ich bin heute das erste Mal bei O11. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Deswegen machen wir uns erstmal auf die Suche. Kommst du wieder schön? Ja. Geiler Internetkanal. Ganz schnell ein paar Fakten. Das ist heute mein viertes Hannover gegen Kaiserslautern-Spiel. Und ich habe noch keinen einzigen Sieg von Hannover gesehen. Es ist heute das erste Mal. Hoffen wir. Auf jeden Fall. Oh, der Weltmeister wird hier gerade annonciert. Oh, ich will das nicht verpassen. Ich kann schon jetzt nicht mehr, Alter. Das war das. Aber wir haben es doch pünktlich geschafft. 29. Okay. Ich setze mich einfach mal neben dir. Bisschen ausruhen. Ja, ich würde sagen, super Aussicht, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Voll geil. Bevor ich es vergesse, gehen nochmal Grüße raus. Person Nummer 1. Bevor ich es noch vergesse, ein paar Grüße gehen raus an Dominik. Dankeschön für deine Kommentare bei Facebook. Linus von Instagram, Dankeschön und besonderer Danke an die Twitter-Bubble, Masche 73. Ich grüße dich. Grüne Leute. YouTube und Hockey. Wir sind Hi. Hey, da. Jetzt hier. Und ihr? Schön, dass es geklappt hat. Ja. Hi. Christoph, ich grüße dich. Jungs, ganz schnell eure Predictions, aber bitte laut. Also ich glaube, dass wir 3-1 gewinnen. Doppelpack Grisolli oder ja, weil der U21 auch gut war. Und dann soll auch Jesse den Gang haben. Ich denke 3-2, Doppelpack Grisolli und den anderen weiß ich nicht. Weißt alles klar. Der wird komplett die Mühe steht bei unseren Jungs. Ja, aber weiter!
was war das für ein Blitzschaden? Das ist krass. Die schalten sehr gut rein. Das ist perfekt. Jetzt wird überprüft, ob das jetzt wirklich abseits war oder nicht. Wir sind eben gerade so hoch gehüpft, dass meine Cola weg ist. Und da kommt wieder 96. Sehen wir jetzt das 2:0. Los, der Gang kommt, nein! Weiter, 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 weiter! Nein! Oh mein Gott, es geht weiter! Es geht weiter! Was? Was ist jetzt los? Abseits! Jetzt geht's los! Auf geht's! Auf geht's! Benjamin, seit wann sind auf dem Spielfeld Sniper? Keine Ahnung, auf einmal der Mann liegt da. Mittlerweile sind wir in der 30. Spielminute und Hannover 96 ist hier ganz klar das spielbestimmte Team. Was für ein Foul, man, das ist doch kein Foul! Das! Ja! Ja, Mann!
vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Die erste gefährliche Situation für Kaiserslautern sehen wir hier in der 40. Minute. Außer Rand und Band! Und Hannover kommt nochmal! Oh, egal, weiter, weiter. Sauber. Sauber. Weiter, sauber, weiter! Weiter! Weiter, kein Foul! Oh mein Gott! So was muss rein! So was muss reingehen! Sauber! Scharf! Oh! Ja! Jetzt! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Das sieht gut aus! Ja, das war's, die erste Halbzeit endet hier nur mit einem 1-0. Da wäre locker ein 3-0, 4-0 drinne gewesen. Ich bin gespannt auf den zweiten Aufstieg. Wir sehen uns in der zweiten Halbzeit. Bis später. Ja, ich möchte Grußworte ausrichten an mein Team, Fußballmannschaft, JSG Sitweser und ganz besonders an meinen Trainer Nils Hurkup, Willi Geller und Mama, Papa, wenn ihr das da draußen seht, ich hab euch lieb. So, gut zu wissen, wir stehen aktuell auf dem 3. Tabellenplatz. Mal sehen, ob das auch nach dem Spiel so aussieht. Grüße gehen raus an Flo. Er hat mir letzte Woche geschrieben, ob er lieber sein Kickbase-Team behalten soll. Den Verlauf blende ich hier oder hier irgendwo ein. Viel Spaß mit ihm. Versuch! Sieht gut aus. Oh! Oh mein Gott! Wieder ein super Start in die zweite Halbzeit. Aber es wird noch was. Ich glaube, wir gewinnen jetzt. Hoffentlich. Komm! Oh mein Gott, was macht der da? Er dachte, er ist Ronaldinho. Er ist einfach komplett durch, Mann. Wie geht's denn? Wir sind hier mittlerweile in der 53. Spielminute, es steht immer noch 1-0 für Hannover. Das zweite Tor muss jetzt langsam kommen, denn Kaiserslautern wird hier immer wacher. 1-0 ist ein sehr gefährliches Ergebnis. Ihr wisst, in der Vergangenheit ist es sehr oft passiert, wenn man 1-0 führt, dass man dann letzten Minute irgendwie Gegner einfach kassiert. Deswegen, also, das Tor muss jetzt langsam kommen. Freistoß für Kaiserslautern. Wie gesagt, 1-0 ist ein sehr gefährliches Ergebnis. Hoffen wir mal, dass jetzt nichts Falsches passiert. Schieb mal auf, Junge! Was macht der? Was macht der da? Hey! Der Dumm! Jetzt zeigst du nicht gleich, oder was? Der Dumm! Wir haben hier noch 35 Minuten. Gehen wir nicht auf!
sehr traurig, wie sich das Spiel hier entwickelt. Gelbe Karte für den Trainer, das Gelbe Karte für Neumann. Hat der Torschütze Gelb bekommen für die Provokation? Hat er nicht. Hat er nicht. So. Ja. Ich hoffe, dass das hier nicht umkippen wird. Ich finde, das hat er nicht mehr mit Gelb. Auf gar keinen Fall. Aber so wie die Fans hier drauf sind, glaube ich nicht, dass hier 96 Punkte liegen lassen wird. Alle glauben heute an Witzig. Cool bleiben, Jungs. Ja. Sauber. Ja. Junge, wo ist die gelbe Karte jetzt? Go! Ja. Alle applaudieren, dass der Schiedsrichter hier einmal gelb zeigt. Endlich, Mann. Endlich war etwas für uns. Los, jetzt das 2:1. Los! Jetzt für den HSV. Gut, gut, gut. Taktisch. Nächste gelbe Karte, diesmal für Lien. Wir sind in der 70. Spielminute. Ja. Da gibt es zwei Wechsel. Ja, Hannover wechselt zweimal aus und wir sind langsam in den kritischen Minuten. Also das zweite Tor muss hier jetzt langsam fallen. Wie gesagt, es fehlt nicht an den Chancen, aber der Ball geht nicht ins Tor rein. Ich sehe da ganz genau. Schlachten und aus Hannover. Kämpfe für den Heißen. Oh!
Hannover! Oh mein Gott! Ja! Torschütze ist der Spieler mit der Rücke Nummer 13. Max Christiansen! Max Christiansen! Und ich darf jetzt um den Spielstand bitten. Hannover 96! Voll! Das heißt der Kaiser. Danke! Bitte! Fahr weg! Hannover ist wieder zurück im Geschäft. Und meine Stimme ist im Keller. Ich hatte in der Tipprunde 3-1 getippt. Mal sehen. Genau, Robin hat auch 3-1 getippt. Noah, ich hab 3-1 getippt. Noah hat 3-2 getippt. Und Benjamin 2-1. Wir sind in den letzten 10 Minuten. Hallo, Robin, weiterhin 2-1. Und jetzt gibt es erst ein Eckball. Ja! 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 Sauber! Ja! Sauber. Mein Bro Tale kommt jetzt gleich rein, der mir in Bielefeld mir noch sein Trikot geschenkt hat. Mourinho Jardim!
Tor. Hannover 96. Nein. Erster FC Kaiserslautern. Null. Danke. Bitte. Das Spiel ist aus. Hannover gewinnt hier 3:1. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, gebt ein Like, schreibt die Kommentare und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.